Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Raum und meine sehr geehrten Damen und Herren, die über Twitch zugeschaltet sind. Ich darf heute wieder einen Vortrag halten im Rahmen der theologischen Kurse, einen Vortrag, der so einen Einblick in die theologische Werkstatt Ihnen gibt. Ich habe mir als Thema gewählt, wie entsteht ein Dogma, der Weg vom Glauben zur kirchlichen Lehre. Das ist das Kernthema, das meine Arbeit auch hier bei den Kursen schon ankündigt. Ich bin Lehrer für dogmatische Theologie, das heißt, ich rede über den Glauben und darüber, was man über den Glauben sagen kann. Und dieser Weg vom Glauben dazu, über den Glauben zu reden, und vielleicht auch noch in einer Weise über den Glauben zu reden, dass es normativ verbindlich ist, der ist recht spannend, denn er ist keineswegs selbstverständlich. Es ist ja gar nicht selbstverständlich, dass wir über unseren Glauben etwas sagen können. Denn worum geht es überhaupt beim Glauben? Ich verwende gerne an dieser Stelle ein Zitat, das mir in den letzten Jahren sehr lieb geworden ist, aus dem Römerbrief. Nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, das heißt das Wort des Glaubens, das wir verkünden. Und dann kommt das Bekenntnis des Paulus, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Herr ist Jesus, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Glaube ist also etwas, was mit dem Herzen zu tun hat und etwas, was mit dem Mund zu tun hat. Zwei Aspekte, die ganz wesentlich zusammengehören. Glaube hat etwas damit zu tun, dass ich im Innersten davon angerührt bin, dass er mich existenziell angeht, dass ich ihn von innen heraus möchte. Und Glaube hat etwas damit zu tun, dass ich darüber rede, dass ich etwas darüber sagen kann, dass ich auch Zeugnis geben kann. Das heißt aber auch, dass wir gemeinsam über den Glauben reden können. Und wenn wir gemeinsam über den Glauben reden können, dann muss es auch so etwas wie etwas Verbindliches im Glauben geben. Etwas, auf das wir uns einigen können. Etwas, das vorgegeben ist. Und genau in den Bereich hinein spielt das Dogma. In der Ankündigung habe ich vor langer Zeit, als ich sie geschrieben habe, ein paar Fragen formuliert. Und Oliver hat im Video schon behauptet, ich werde sie beantworten. Also ich habe sie mir extra aufgeschrieben, damit keine verloren geht. So ist das immer bei Vorträgen. Man denkt sich irgendwas, und wenn der Vortrag dann kommt, denkt man vielleicht wieder an was anderes. Also genau Fragen, wo es darum geht, wie kann es dazu kommen, dass die Kirche über den Glauben spricht, wo doch der Glaube etwas Persönliches ist, etwas Existenzielles. Wer ist dafür verantwortlich, dass über den Glauben gesprochen wird? Aber wer ist auch dafür verantwortlich, wie wir mit dem umgehen, was über den Glauben gesprochen wird? Da gibt es so kirchliche Diskussionsthemen, was heißt Unfehlbarkeit? Und wie lange bleiben Dogmen gültig? Also das sind Themen, über die ich heute sprechen möchte. Ich darf vielleicht zu Beginn eine kleine Werbeeinschaltung machen. Ich habe nämlich schon vor vier Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Credo. Ein Buch, das ich geschrieben habe, genau für das, was ich hier beim Kurs immer mache. Eine Auslegung des apostolischen Glaubensbekenntnisses, eine theologische Auslegung, die aber auch ganz die Anfangsgründe der Theologie darstellen möchte. Genau das, worauf es hier jetzt ankommt. Wie komme ich vom Glauben zum Sprechen über den Glauben? Und damit bin ich beim ersten Teil, Glaube und Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott. Am Sonntag in der Eucharistiefeier sprechen wir ein Glaubensbekenntnis. Und so beginnt es. Ich glaube. Ja, es stehen zwar viele Menschen dazu auf in der Kirche, jetzt momentan nicht so viele wegen der Corona-Pandemie, aber es ist doch eine Gemeinde, und wenn im Stephansdom gefeiert wird und er ganz voll ist, dann stehen tausende Leute auf und sagen, ich glaube. Es ist etwas ganz Persönliches, was gleichzeitig in einer Gemeinde gesagt wird. Und damit wird eine Haltung ausgedrückt. Aber was bedeutet das eigentlich, zu glauben? Auch gläubige Menschen tun sich schwer, die Frage zu beantworten.
Denn was es bedeutet zu glauben, lässt sich gar nicht so leicht definieren. Glauben gehört zum Raum der menschlichen Erfahrung. Und über die kann man gar nicht so leicht sprechen und man kann auch gar nicht so leicht sagen, was das bedeutet. Wenn jemand getauft wird, ein Erwachsener zum Beispiel, dann wird gefragt, glaubst du? Glaubst du an Gott, den Vater, den Allmächtigen? Antwort, ich glaube. Glaubst du an seinen Sohn, Jesus Christus, den Eingeborenen? Ich glaube. Glaubst du an den Heiligen Geist? Ich glaube. Wie kommt das überhaupt so weit, dass jemand das sagen kann? Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Noch dazu, wo die Taufe doch eher den Anfang des Glaubens markiert und nicht die vollständige Form. Glaube ist nicht plötzlich in vollkommener Form da, sondern eher etwas, was sich im Leben entwickelt. Es gibt im Hebräerbrief so etwas wie eine Definition vom Glauben. Im 11. Kapitel, der erste Vers, Glaube aber ist Grundlage dessen, was man erhofft, Beweis der Tatsachen, die man nicht sieht. Ah, da will man sich denken, endlich eine Definition. Ja, und dann schreibt dieser Hebräerbrief diese Definition und verwendet sie nie wieder. Und auch in der ganzen Heiligen Schrift sonst wird sie nie wieder verwendet. Stattdessen macht der Hebräerbrief was ganz etwas anderes. Er beginnt nämlich schon im nächsten Vers Glaubensgeschichten zu erzählen. Er beginnt darüber zu erzählen, wie jemand zum Glauben gekommen ist. Denn das ist das, was eigentlich überzeugt. Das Beispiel, das Zeugnis, und er erzählt, beginnt tatsächlich bei Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaak, Jakob. Und ich möchte eines dieser Beispiele hier zeigen, nämlich den Glauben des Abraham. Er heißt hier noch Abraham. Er wird den Namen Abraham erst etwas später bekommen. Der Herr sprach zu Abraham, geh fort aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus, in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Wenn man das liest, fällt auf, dass das Erste am Glauben nicht ist, dass Abraham etwas tut. Abraham tut gar nichts, er hört nur zu, denn Gott ist der Erste, der etwas tut. Gott spricht. Der Herr sprach zu Abraham. Gott ist der Erste, der spricht. Der Glaube ist ein Dialog, der immer damit anfängt, dass Gott spricht. Und Gott spricht den Abraham an im Innersten seiner selbst. Und dort verlangt er aber unglaublich viel von ihm. Er sagt nämlich, geh fort aus deinem Land. Das, was Abraham verlangt, von Abraham verlangt wird, ist unglaublich. Er soll alles liegen und stehen lassen und soll nur auf das Geheiß Gottes weggehen, neu anfangen. Und erst daraus folgt, dass Abraham etwas tut. Er tut etwas, indem er antwortet und indem er einmal das macht, was Gott ihm sagt. Wir unterscheiden in der Theologie zwischen dem Glaubensakt, der Fides qua, und dem Glaubensinhalt, der Fides quae. Das erste ist der Glaubensakt, wo plötzlich der Glaube, der subjektiv, persönlich in mir drin ist, herauskommt und zu sehen ist. Abraham tut etwas. Ein Mensch verändert sein Leben. Und erst im nächsten Schritt kann er darüber sprechen. Das ist dann der Glaubensinhalt. Und kann erzählen, was passiert ist. Es gehört eben nämlich da noch der letzte Vers dazu. Da ging Abraham, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot. Das heißt, der Glaube ist ein Dialog. Der Glaube ist eine Antwort. Und der Glaube ist immer zuerst einmal ein persönlicher Glaube.
Ein Glaube, der nicht aus persönlicher Erfahrung gespeist ist, nicht aus persönlicher Erfahrung kommt, wird immer leer sein. Und das ist es vielleicht, was vielen Menschen heute so schwer fällt im Glauben, dass sie ihn mit ihren persönlichen Erfahrungen nicht ins Gespräch bringen können. Dass sie Menschen sehen, die irgendwelche seltsamen Dinge tun, die in die Kirche gehen, die irgendwelche Vorschriften befolgen, aber das kommt mit ihrer Erfahrung nicht in Dialog. Der Glaube funktioniert dort, wo meine Lebenserfahrung, meine Erfahrung, dass Gott mir mein Leben geschenkt hat, mit dem in Verbindung kommt, was Glaube in der Gemeinschaft, Glaube in der Kirche bedeutet. Ich glaube, viele sagen, Glauben heißt nichts wissen. Ja? Aber das ist viel zu wenig. Ich mache da jetzt wieder alles. Glaube beginnt ja anders, denn wenn ich versuche mit Ich glaube einen Satz zu machen, du bist richtig. Wenn ich dann, ist der erste Satz, der möglich ist, ja, ich glaube dir. Ich glaube hat immer etwas mit Beziehung zu tun. Ich muss immer jemanden haben, dem oder der ich glauben kann. Wenn ich sage, ich glaube etwas, dann muss ich immer etwas jemandem glauben. Ich glaube nämlich etwas, weil jemand es mir gesagt hat. Sie haben sich jetzt diesen Twitch-Übertragung angeschlossen, weil sie irgendwem geglaubt haben, dass hier etwas Interessantes kommt oder sie sind deshalb hergekommen. Das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Und wir handeln sehr viel, weil wir anderen Menschen vertrauen. Wir vertrauen zum Beispiel, dass wenn die Ampel grün zeigt, wir über die Straße gehen können. Und das funktioniert. Das ist für den Alltag ein sehr taugliches Konzept. Aber es ist eben noch nicht alles. Es setzt immer voraus, dass wir im Raum des Vertrauens sind. Dann gibt es aber noch eine Form, nämlich zu sagen, ich glaube an dich. Ich glaube an dich heißt, ich vertraue mich dir ganz an. Das ist nochmal eine viel größere Form, etwas Vertrauensvolles einem anderen oder einer anderen gegenüber vorzubringen. Und wenn wir unser Glaubensbekenntnis sprechen, dann steht das Ich glaube an Gott oder Ich glaube an dich, Gott, immer im Vordergrund. Das Glaubensbekenntnis in der Eucharistiefeier hat nämlich eine doppelte Richtung. Es ist ja angesiedelt nach dem Evangelium und der Predigt als Antwort auf das Wort Gottes, das an uns in der Liturgie ergangen ist. Und wir sagen vor der Welt, ich glaube, aber wir sagen auch vor Gott, ich glaube. Da heißt es natürlich, ich glaube an dich. Ich glaube an Gott, den Vater, an Gott, den Sohn und an Gott, den Heiligen Geist. Und das Glaubensbekenntnis ist einerseits eine Anrede Gottes, andererseits ist es auch eine Erzählung dessen, was zu diesem Glauben dazugehört. Und dieses dreifache An, das wir im apostolischen Glaubensbekenntnis finden, an Gott den Vater, an Gott den Sohn, an Gott den Heiligen Geist, bringt zum Ausdruck, was das Wesentliche daran ist. Nämlich die Begegnung mit dem dreifaltigen Gott. Die Begegnung mit dem dreifaltigen Gott ist auch der wesentliche Inhalt des christlichen Glaubens. Das ist auch das, was alle christlichen Gemeinschaften teilen. Der Ökumenische Rat der Kirchen hat als Grundbedingung dafür, was einen Christen ausmacht oder eine Christin ausmacht, zwei Elemente festgehalten, die Taufe mit Wasser und der Glaube an den dreifaltigen Gott. Das verbindet alle Christen miteinander. Das heißt, wenn ich vom Glauben spreche, wenn ich das Glaubensbekenntnis spreche, stehen nicht irgendwelche kleinen Inhalte im Vordergrund, sondern im Vordergrund
steht Gott selbst, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, so wie wir ihn in Jesus Christus erfahren haben. Jesus Christus, der Sohn des Vaters, mit dem er uns in Beziehung bringen möchte, und der, der uns den Heiligen Geist vom Vater sendet. Das heißt, wenn ich das Glaubensbekenntnis spreche, ist der wesentliche Inhalt unseres Glaubens im Vordergrund Gott selbst. Und auf das kommt es an. Wir müssen also bei allem, was wir über unseren Glauben sagen, immer auf Gott selbst zurückkommen. Das, was wir hier machen, heißt ja Theologie, Rede von Gott. Theos oder Logos vom Theos. Also dort, wo Theologie betrieben wird, soll immer Gott in der Mitte stehen und das Glaubensbekenntnis, so wie wir es auch in der Kirche im Beten und wie wir es finden und wie es auch der Leitfaden für unsere Arbeit im theologischen Kursen oder auch beim Theologiestudium ist, hat immer Gott in der Mitte. Das Glaubensbekenntnis ist so etwas wie eine Kurzformel des Glaubens, nicht in dem Sinne, dass hier nur kurz ein bisschen was erzählt wird, sondern dass das Wesentliche in die Mitte gestellt wird. Und dass alle Aspekte mit dem Wesentlichen verbunden werden. Alles, was unsere Theologie irgendwie sagt, hat irgendwo auch in diesem Glaubensbekenntnis Anknüpfungspunkte. So viel einmal dazu. Die Begegnung mit Gott mündet darin, dass wir aus dieser Begegnung leben. Das heißt, dass unser Glaube auch sichtbar wird. Und sie führt dazu, dass wir über diesen Glauben reden und dass wir Bekenntnis ablegen. Nun, in diesen Raum hinein gehört nun das Thema, das jetzt sozusagen das spezielle Thema dieses Abends ist, nämlich das Dogma. Dogma. Dogma kommt vom griechischen Wort dokein, scheinen, und heißt wörtlich einmal das, was allen richtig erscheint. Und von dieser Bedeutung führt nur ein kurzer Weg zur zweiten, nämlich Lehrmeinung, Lehrsatz, Verordnung, Edikt. Und damit sind wir auch schon bei den Problemen, die mit dem Wort Dogma verbunden sind. Das Wort Dogma hat keinen wahnsinnig guten Ruf, weil jemand, der als dogmatisch bezeichnet wird, üblicherweise nicht für sehr zugänglich gehalten wird. Ja, das ist jemand, der starr ist, fest, unbeweglich, anderen seine Meinung aufzwingen möchte, ideologisch. Aber das trifft eigentlich nicht das, worauf es im Dogma im kirchlichen Sinne ankommt. Im kirchlichen Sinne müssen wir schauen, dass wir den Begriff gut unterscheiden. Und da gibt es zwei Bedeutungen. Eine Bedeutung im weiteren Sinne, das Dogma im weiteren Sinn, ist der Glaube der Kirche insgesamt. Der Glaube, so wie man über ihn sprechen kann, der Glaubensinhalt müsste man genauer sagen. Und in dem Sinne kann Dogma eigentlich nur eine Einzahl haben. Da kann es nur das Dogma des Glaubens geben. Und ich habe das mit dem Bekenntnis deshalb vorher gesagt, damit ich Ihnen jetzt sagen kann, was das Dogma des Glaubens ist, nämlich Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Das ist es, worauf es ankommt. So wie wir ihn als Dreifaltigen in der Menschwerdung Jesu erfahren haben. Wenn wir von Dogma in einem engeren Sinn sprechen, dann meinen wir damit einzelne Sätze, die gesagt werden, um bestimmte Aspekte dieses Glaubens zu formulieren. Und dann kann man von Dogmen sprechen. Dann werden bestimmte Aspekte gesagt. Und zwar in bestimmten Kontexten, nicht einfach so, sondern dann, wenn es notwendig erscheint, wenn irgendwo eine Diskussion aufkommt. Es wird eben behauptet, es gibt so viele Dogmen, das stimmt nicht, es gibt gar nicht sehr viele Dogmen. Es ist auch, man weiß nicht genau, wie viele es gibt, weil dazu müsste auch alles ausdiskutiert sein, wo es vielleicht eine Frage ist, ist dieser bestimmte Satz jetzt ein Dogma oder sind das zwei? Es ist auch im Normalfall gar nicht so wichtig, weil wir Dogmen immer nur dort brauchen, wo wir an die Zweifel kommen, an die Ränder. Denn Dogmen finden wir immer an den Rändern des Glaubens, dort, wo man sich fragt, gehört das jetzt noch dazu oder nicht?
Daher sind die meisten Dogmen auch eher negativ formuliert. Ich sage, wenn du dieses und jenes sagst, gehörst du in den Glauben nicht mehr hinein. Das bedeutet das griechische Anathema Estin. Ja? Dann bist du außerhalb. Sagt man immer, dann bist du ausgeschlossen. Ja, aber das Dogma meint, dann hast du dich selber ausgeschlossen, weil dann bist du nicht mehr in der Gemeinschaft. Ja, wenn ein Christ nicht glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, ist er eigentlich kein Christ. Denn das gehört zur Definition des Christseins dazu. Und genau so ist Dogma gedacht. Das sind eben Dogmen im engeren Sinn, die aber nur verständlich sind, wenn man das Dogma im weiten Sinne kennt. Ich möchte jetzt als nächstes einmal fragen, wie kommt es, dass die Kirche überhaupt ein Dogma verkündet? Also damit sind wir bei der ersten Frage, die in der Ankündigung steht. Wie spricht die Kirche über den Glauben? Die Kirche hat das gelernt im Laufe der Zeit, wobei sie es nicht endgültig gelernt hat, denn sie muss es immer wieder neu dazulernen. Aber Verkündigung von Lehraussagen geschieht nach einem Modell, wo es schon ein Beispiel dafür in der Apostelgeschichte gibt, das sogenannte Apostelkonzil. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament ist so etwas wie eine Modellerzählung. Sie möchte uns sagen, wie Kirche sein, wie Gemeinde sein funktioniert, indem sie Beispiele erzählt. Und sie macht das auch oft etwas pointiert. So haben die verschiedenen Protagonisten in der Apostelgeschichte auch bestimmte Rollen. Die haben also bestimmte Aufgaben, die man auch kennen muss, damit man versteht, was die Apostelgeschichte erzählen möchte. Sie sind also, vielleicht könnte man sagen, ein bisschen überzeichnet, weil das Anliegen der Apostelgeschichte jetzt nicht ist, uns historisch genau zu sagen, was an welchem Tag passiert ist, sondern uns zu sagen, wie das funktioniert und wie wir das auch machen können. Ein Beispiel zu geben. Und so ist diese Erzählung vom Apostelkonzil immer wieder als Beispiel dafür, wie kirchliche Problemlösung funktioniert, verwendet worden. Nun, die Szene ist ganz einfach. Paulus hält sich in der Gemeinde von Antiochien aus. Das ist damals eine der größten, wobei groß heißt, sie hatte vielleicht 200 Mitglieder oder in dieser Größenordnung. Die kamen jedenfalls aus verschiedenen Kulturkreisen. Antiochien war eine Hafenstadt. Und die Mehrheit dort waren keine Juden, sondern sind in Antiochien durch die Apostel zum Glauben gekommen. Die versuchen ihren Glauben so gut wie möglich zu leben, so wie wir das heute auch machen. Und dann passiert etwas. Und die Apostelgeschichte sagt, es kamen einige Leute von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Brauch des Mose beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Also auf gut Deutsch, damit ihr Christen werden könnt, müsst ihr zuerst Juden werden und müsst euch an die jüdischen Gesetze und Gebräuche halten, also an die Speisevorschriften, die Beschneidung und so weiter. Das hat die Leute natürlich verunsichert, weil das haben sie bisher nicht getan. Das haben wir bisher falsch gehandelt. Und Paulus, der ihnen ja verkündet hat, hat gesagt, nein, so ist das nicht. Und jetzt entsteht ein Streit. Ein Streit, den sie selber nicht lösen können. Das heißt, da nun ein nicht geringer Zwist und Streit zwischen ihnen und Paulus und Barnabas entstand, beschloss man, Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen sollten wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und den Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen. Die Gemeinde gab ihnen das Weggeleit. Dann zogen sie durch Phönizien und Samarien. Dabei berichteten sie den Brüdern von der Bekehrung der Heiden und bereiteten damit allen Brüdern große Freude. Sie gehen also jetzt quasi in festlicher Prozession, aber sie möchten das Problem dorthin bringen, wo ihr Glaube hergekommen ist, nach Jerusalem, zu den Aposteln. Denn denen trauen sie zu, dass sie eine Lösung finden. Es gibt also ein Problem, das die Gemeinde vor Ort nicht lösen kann. Und die Gemeinde kennt jemanden, dem sie die Lösung zutraut.
zutraut, weil sie sagt, die haben den apostolischen Glauben. Apostel sind deshalb die Zeugen, die Autoritäten, weil sie Jesus selber kennengelernt haben. Das ist eine theologische Autorität. Die können aus der Erfahrung mit Jesus sprechen. Das ist auch heute noch so, dass wir in der Kirche hierarchische Strukturen haben und bestimmten Instanzen zutrauen, dass sie Probleme lösen können. Nicht alle rufen heute nach Rom, wann immer etwas passiert und Diskussionen sind. Ja, denn die römische Kirche ist eine dieser alten Kirchen, die diese Tradition auch bewahrt hat. Nun, ich lese ein Stückchen weiter. Bei ihrer Ankunft in Jerusalem wurden sie von der Gemeinde und von den Aposteln und den Ältesten empfangen. Sie erzählten alles, was Gott mit ihnen zusammen getan hat. Da erhoben sich einige aus der Partei der Pharisäer, die gläubig geworden waren und sagten, man muss sie beschneiden und von ihnen fordern, am Gesetz des Mose festzuhalten. Die Pharisäer sind die beliebtesten Gegner in der Evangelien- und der Apostelgeschichte. Die müssen dann immer ein bisschen herhalten dafür, wenn irgendwo ein Konflikt ist. Aber was uns hier gesagt wird, ist, der Konflikt ist angekommen, sie verstehen ihn. Und dann treten sie zusammen, die Apostel und die Ältesten treten zusammen, um die Frage zu prüfen. Und dann heißt es, als ein heftiger Streit entstand, erhob sich Petrus und sagte zu ihnen, Brüder, wie ihr wisst, hat Gott schon längst hier bei euch die Entscheidung getroffen, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben gelangen soll. Und der Herr, der die Herzen kennt, hat dies bestätigt, indem er ihnen, ebenso wie uns, den Heiligen Geist gab. Er machte keinerlei Unterschiede zwischen uns und ihnen, denn er hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Warum stellt ihr also jetzt Gott auf die Probe und legt den Jüngern ein Joch auf den Nacken, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Wir glauben im Gegenteil, durch die Gnade Jesu des Herrn gerettet zu werden, auf die gleiche Weise wie jene. Da schwieg die ganze Versammlung und sie hörten Barnabas und Paulus zu, wie sie erzählten, welch große Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Petrus beruft sich hier auf die Vision von Joppe, die ein bisschen früher erzählt wird, wo er selber von Gott den Auftrag bekommen hat, in das Haus eines Hauptmanns zu gehen und ihn zu taufen. Und er sagt, Gott hat alle berufen. Also haben Paulus und Barnabas recht, wenn sie zu allen gehen. Und es ist nicht das Gesetz, das sie rettet, nicht die Tora, nicht die fünf Bücher des Mose. In der Apostelgeschichte ist Petrus der Heidenmissionar und Jakobus der Judenmissionar. Das ist ein bisschen anderes, als wir es aus unserer Wahrnehmung kennen, wo Petrus der Judenmissionar ist und Paulus der Heidenmissionar. Also in der Apostelgeschichte ist die Darstellung noch ein bisschen anders. Was aber dann passiert ist, dass Jakobus das Wort ergreift und Jakobus ist in der Apostelgeschichte immer der Vertreter einer eher traditionellen Sicht, einer, der ganz aus dem Alten Testament kommt, einer, der die Tradition gut kennt. Und Jakobus sagt, ich habe eins übersprungen. Jakobus sagt, Brüder, hört mich an. Simon hat berichtet, dass Gott selbst zuerst darauf geschaut hat, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Damit stimmen die Worte der Propheten überein, die geschrieben haben, danach werde ich mich umwenden und die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Ich werde sie aus ihren Trümmern wieder aufrichten und werde sie wieder herstellen. Damit die übrigen Menschen den Herrn suchen, auch alle Völker, über denen mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der das ausführt, was ihm seit Ewigkeit bekannt ist. Und dann macht er einen Vorschlag. Darum halte ich es für richtig, den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine weiteren Lasten aufzubürden. Man weise sie nur an, Verunreinigung durch Götzenopfer, Fleisch und Unzucht zu meiden und weder Ersticktes noch Blut zu essen. Denn Mose hat seit alten Zeiten in jeder Stadt seine Verkünder
da er in den Synagogen an jedem Sabbat verlesen wird. Also Jakobus sagt, man braucht die Gesetze des Judentums nicht einzuhalten. Man soll sich aber so verhalten, dass man den Juden kein Ärgernis gibt. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt zu sagen. Die Verkünder des Mose gibt es und die Christen sollen sich so verhalten, dass sie mit ihnen ins Gespräch kommen können. Wir wissen leider aus der langen Geschichte, dass das nicht gelungen ist. In Wirklichkeit gibt es nach dem ersten Jahrhundert Jahrhunderte des Schweigens zwischen Christentum und Judentum im Großen und Ganzen. Aber hier sehen wir das noch. Es ist also ein Kompromissvorschlag. Jakobus erarbeitet ihn aber, indem er auf die Bibel zurückgreift, das heißt in dem Fall noch auf das Alte Testament. Das heißt, eine Lösung wird gesucht im Diskurs und man greift dazu auf die Bibel zurück. Und dann wird diese Lösung auch noch verkündet und in dem Brief, in dem sie verkündet wird, steht drin, der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge, Götzenopfer, Fleisch, Blut und Ersticktes und Unzug zu meiden. Wenn ihr euch davor richtig hütet, handelt ihr richtig, lebt wohl. Es gibt auch eine schriftliche Ausformung. Und damit sind wir eigentlich bei allen Aspekten, die zur Lehrverkündigung, zum Dogma dazugehören. Es ist ein Problem, das irgendwo entstanden ist, mit dem die Gemeinde selbst nicht fertig wird. Deshalb gibt es ja nur zu wenigen Themen tatsächlich Dogma. Ja. Es gibt eine Autorität, die darüber befindet, indem sie sich damit auseinandersetzt, die mit Rückgriff auf die Tradition und die Schrift einer Lösung sucht und diese förmlich verkündet, unter der Voraussetzung, dass sie vom Heiligen Geist getragen ist. Das heißt, die Frage, wer ist dafür verantwortlich, wird hier einmal so beantwortet, man sagt, der Heilige Geist. Denn es geht hier nicht einfach nur um einen Prozess einer Mehrheitsfindung, es geht nicht einfach nur darum, einen Kompromiss zu finden, mit dem alle leben können, sondern es geht um einen geistlichen Prozess, um einen Inspirationsvorgang. Und das bedeutet für alle, die dort teilnehmen, sie können nicht einfach nur sagen, ich verschaue, was für mich das Beste ist. Sie müssen sich fragen, was ist für die Kirche das Beste? Was sagt mir Gott, dass das Beste ist? Was ist aus meinem Glauben heraus das Beste? Nun, die Einheiten, denen wir normalerweise zutrauen, das ist das sogenannte ökumenische Konzil. Auf der nächsten Folie habe ich einen Text des Konzils von Nicäa aus 325. Das ist das erste Konzil. Es ist einberufen worden in der arianischen Krise bei der Frage, ist Jesus Christus Gottes Sohn oder nicht? Und die Kirche kannte zwar damals schon den Modus, sich zu treffen, zu einer Synode, zu einem Konzilium, zu einem Rat, aber dass das der Weg ist, um Glaubensfragen zu entscheiden in der Krise, das hat sich erst entwickelt. Man hatte damals noch keine Theorie, sondern man hat einfach versucht, es zu machen. Die einzige Theorie, die man hatte, war das Apostelkonzil. An dem hat man sich festgehalten. Das hat man als Beispiel verwendet und dann hat man versucht, es zu machen. Der Kaiser hat das Konzil einberufen. Man hat versucht, aus den wichtigsten Kirchen Vertreter da zu haben und sich dann im Konsens zu einigen. Man hat tatsächlich so lange verhandelt, bis die anwesenden Bischöfe fast alle dafür waren. Und das ist auch bis heute so, dass ein Konzil nur etwas beschließt, wo ein so großer Konsens ist, dass man moralisch von einer Einstimmigkeit sprechen kann. Und das Entscheidende ist, dass man in das Bekenntnis hinein formuliert die Antwort auf die Frage, indem man einen philosophischen Begriff hineinnimmt. Man sagt nämlich, unser einer Herr, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist wesensgleich dem Vater. Das heißt, er ist genauso Gott, wie der Vater Gott ist. Und diese Diskussion gibt das Konzil vor, als
sozusagen Grenze, an der sich entscheidet, wer zur Kirche gehört oder nicht. Wie man mit der umgeht, das wird noch lange dauern. Also die letzten Arianer, die noch tatsächlich organisiert sind, sind etwa im 7. Jahrhundert dann mit der Kirche wieder zur Einheit zusammengekommen. Das war in Spanien. Aber die Diskussionen haben noch sehr lange angedauert, auch was das alles bedeutet, wie man damit umgehen kann. Zunächst ist das Konzil als das eine Konzil gedacht worden und die nächsten Konzile haben immer gesagt, wir schließen nur dort an, wo das Konzil von Nicea eine Frage nicht beantwortet hat. Also es folgt dann 381 das erste Konzil von Konstantinopel, wo über den Heiligen Geist gesprochen wird, 431 das Konzil von Ephesus, wo gefragt wird, ist Maria Gottesmutter oder hat sie nur einen Menschen geboren? Und gesagt hat, Maria ist Gottesmutter. 451, das eigentlich das nächste wirklich große Konzil, dort ist die Entscheidung so, dass man zuerst das Bekenntnis von Nicea hinstellt, in der Form von Konstantinopel, so wie wir es heute auch im Gottesdienst manchmal beten, und dann als Anhang daran die eigenen Entscheidungen darstellt. Und das geht so weiter, jetzt auch bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Auch heute kann man nach katholischem Verständnis ein Konzil stattfinden lassen und die Regeln dafür finden sich im Kirchenrecht. Da ist ganz wesentlich, dass es eine Einheit zwischen Papst und Bischöfen gibt. Im 19. Jahrhundert hat man als Alternative, weil man der Meinung war, man kann das Konzil nicht mehr stattfinden lassen, die Unfehlbarkeit auch als Möglichkeit für die Lehrverkündigung des Papstes alleine festgehalten. Das ist eine Frage, die auch durchaus umstritten war und die auch heute nicht sehr unkritisch gesehen wird. In dem Text, den das Konzil dazu festgehalten war, überhaupt der erste Text, wo das Konzil selber über Dogmen gesprochen hat, werden aber ganz enge Grenzen gezogen. Es ist zum Beispiel so, dass es nur um Glaubens- oder Sittenlehren gehen kann. Das heißt, ein Dogma kann immer nur über den Glauben sprechen oder über die Moral. Ein Dogma kann nicht über disziplinäre Fragen sprechen. Der Zölibat ist zum Beispiel eine disziplinäre Frage. Ist zwar ein wertvoller geistlicher Ratschlag, aber ist kein Dogma. Es steht also nicht im Range eines Dogmas, sondern gehört in einen anderen Bereich hinein. Auch die Verurteilung von Ketzern, nämlich als Personen, hat keinen Dogmenrang. Man kann auch nicht über eine Person etwas aussagen. Das steht nämlich der Kirche gar nicht zu, über das Heil eines Einzelnen etwas auszusagen. Das steht nur Gott selbst zu. Sondern was man dogmatisieren kann, sind oder worüber man eine Entscheidung treffen kann, dass etwas zur Lehre der Kirche gehört, nämlich immer schon, das muss eine Sachfrage, eine theologische, dogmatische Sachfrage betreffen. Die Unfehlbarkeit wurde übrigens nur ein einziges Mal genützt, nämlich um über die Aufnahme Mariens in den Himmel zu sprechen, 1950. Das Zweite Vatikanum nimmt das Erste Vatikanum auf, möchte auch da weiterarbeiten, so wie alle Konzilien bisher, und ergänzt es noch um den Gedanken, dass es sagt, es gehört aber zum Dogma dazu, dass es keine Einbahnstraße ist. Es ist nicht einfach so, dass das Dogma vom Himmel fällt und alle anderen nehmen es auf, sondern das Dogma verwirklicht sich ja dadurch, dass es geglaubt wird. Das heißt, der Glaube hat auch etwas damit zu tun, was die Gemeinschaft der Gläubigen glaubt. Und dann sagt das Konzil in Lumen Gentium 12, wenn es davon spricht, dass das ganze Volk Gottes am prophetischen Amt Christi teilhat, es gibt also nicht nur ein gemeinsames Priestertum, sondern es gibt auch ein gemeinsames Prophetentum,
das vielleicht viel wichtiger wäre in manchen Dingen. Und dort sagt es, die Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen haben, kann im Glauben nicht irren. Die Unfehlbarkeit, wo man sich klar war, dass für dogmatische Äußerungen, nicht für alles, nicht für das Leben, gar nicht, sondern nur für die einen kleinen Sätze, die wirklich dogmatische Dogmen, dogmatische Aussagen, Dogmen im engsten Sinne sind, kann das Konzil beanspruchen, kann unter bestimmten Umständen der Papst beanspruchen, und die gilt auch für die Glaubensgemeinschaft insgesamt. Die zeigt sich nämlich darin, dass die Glaubensgemeinschaft insgesamt immer in der Spur des Glaubens geblieben ist. Auch wenn immer mal Teile ausgebrochen sind, manchmal große, manchmal kleine, manchmal wieder zurückgekommen sind, aber dass die Kirche insgesamt, nämlich die Gläubigen, in der Spur des Glaubens sind, so sagt es das Konzil, das zeigt uns, dass es auch hier Unfehlbarkeit gibt. Das heißt, Unfehlbarkeit bedeutet nicht, dass irgendjemand so perfekt ist, dass er immer den Glauben restlos, durchsichtig und richtig verkündet, sondern Unfehlbarkeit gilt bei ganz bestimmten Aussagen, wo eine Klärung notwendig ist, und gilt dafür, dass die Kirche insgesamt im Glauben bleibt. Und damit ist auch klar, wie lange Dogmen gelten. Sie gelten nämlich immer, was ihren Inhalt angeht, weil sie Bestand haben müssen. Denn wenn sie nicht Bestand haben können, dann können sie auch keine Klärung schaffen. Das heißt aber nicht, dass wir sie immer gleich verstehen, denn Dogmen müssen auch immer ausgelegt werden. Dogmen sind theologische Texte, sind Texte von Spezialisten für Spezialisten. Das heißt, man muss sie auch immer wieder neu durchdenken, neu interpretieren. Denn alleine, dass ein Text 100 Jahre später wieder gesagt wird, führt dazu, dass er plötzlich eine andere Bedeutung hat, weil die Worte ihre Bedeutung ändern, weil die Kontexte sich ändern, weil wir von verschiedenen Dingen sprechen. Also all das ist hier zu bedenken. Die letzte Frage, die ist, was verlangt denn ein Dogma überhaupt von mir und wer ist denn überhaupt der Richter über meinen Glauben? Und da gibt es nur einen, das ist das Gewissen. Denn vor meinem Gewissen muss ich meinen Glauben verantworten und mit dem muss ich vor Gott treten. Der Papst hat die Aufgabe, den Glauben so zu verkünden, dass seine Verkündigung uns für den Glauben eine Hilfe ist. Auch dann, wenn es uns nicht immer gefällt. Also das heißt nicht, er soll das sagen, was uns immer besonders freut und immer Spaß macht, sondern er soll uns eine Hilfe sein. Dogmen sollen Hilfen sein beim Glauben. Die Auseinandersetzung muss jeder selbst treffen. Und das ist eigentlich das, was wir hier auch bei den Kursen versuchen. Raum zur Auseinandersetzung mit dem Glauben zu geben, zu ermöglichen, die eigenen Fragen zu entdecken, die eigenen Fragen zu stellen und Antworten darauf zu geben. Und so ist die Theologie, die sich mit dem Dogma des Glaubens beschäftigt, eine Hilfe dafür, auch den Glauben, den gemeinsamen Glauben zu verstehen, weiterzuentwickeln und im Leben weiterzubringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.